Nichts Neues in den Nachrichten soweit. Ich sollte eigentlich noch einen Artikel für die morgige Unterrichtsstunde suchen, den meine SchülerInnen lesen sollen. Ah, na da schau her. Dieser Artikel klingt aber jetzt interessant. Hallo? Aha. Okay. Nirgends kann man mehr in Ruhe was lesen. Ich glaube, ich speichere mir diesen Artikel sicherheitshalber ab. Dann kann ich ihn daheim in Ruhe ansehen und vergesse ihn nicht. So, jetzt werde ich noch schnell die Stunde für nächste Woche planen. Ah ja, ich habe ja vorhin diesen einen Artikel gefunden. Mal schauen, ob der wirklich was hergibt. Dieser Artikel ist wirklich super. Da werde ich mir gleich einmal ein paar Sachen daraus notieren. Passt. Diesen Artikel werde ich jetzt noch mit meinen SchülerInnen teilen. Der eignet sich nämlich ganz gut für einen asynchronen Arbeitsauftrag, denke ich. Am besten mache ich das über unser Lernmanagementsystem. So haben alle in der Klasse sofort Zugriff und können gleich dort im Kurs die Aufgabe erledigen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Informations- und Kommunikationstechnologien neue Möglichkeiten beim Umgang mit Wissen eröffnen. Nach den Autoren Kern und Müller unterstützen uns solche Technologien also beim Suchen von Informationen, beim Speichern von Informationen, bei der virtuellen Interaktion und Kooperation mit Informationen und schlussendlich bei der Bereitstellung und Verteilung von Wissen.